Guten Tag und herzlich willkommen zurück in Far Cry 4. Als nächstes müssen wir zu Long irgendwie. Ich habe hier aber gerade noch einen Zettel entdeckt. Gibt's hier was Neues? Kommunale Unterschlüpfe. Denkt daran, dass die Unterschlüpfe gemeinsamer kommunaler Besitz des Goldenen Pfades sind. Es ist wichtig, dass du jeden Unterschlupf für den nächsten Benutzer sauber und aufgeräumt hinterlässt. Wir müssen alle mit anpacken und helfen. Vor allem musst du Geld für alle Objekte hinterlegen, die du am Handelsposten erwirbst. Longinus heißt er, hilft uns gerne, aber wir müssen ihn natürlich trotzdem bezahlen. Wir sind nicht die Wohlfahrt und Vorräte sind Mangelware. Sabal. Gut, Sabal, machen wir natürlich. Ich nehme hier massig Geld ein. Ich bin sicherlich hier wieder mal der Multimillionär dann innerhalb der nächsten Episoden. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg. Wohin denn am besten? Guck, er sitzt immer da, schön mit seinen Affen und kifft. Und sie guckt einfach zu. Beziehungsweise mich an. Oh, er steht auf. Er steht auf. Was hat das zu bedeuten? Okay. Natürlich. Warte mal, wo guckt er genau hin? Hups! Entschuldigung. Nee. Der, über den Mann darf ich anscheinend nicht drüber. Ich glaube, er guckt das Haus an. Das Haus scheint irgendwie ein ganz besonderer Ort für ihn zu sein. Kann man hier ein paar Teppiche kaufen eigentlich? So ein schöner pinker Teppich? Nee, leider nein. Was haben wir denn hier? Oh, ein Laden. Seht, wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Ah, du siehst auch nicht mehr ganz fit aus, muss ich sagen. Was hast du denn Schönes? Irgendwas Interessantes? Sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so aus. Körperpanzer? So. Jetzt sind wir wieder richtig schön bepanzert. So, den Bogen hatten wir ja schon komplett aufgewertet, ne? Jupp, den haben wir komplett aufgewertet. Dann brauchen wir mehr nicht. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Mach's gut. Mach's gut. Vielen Dank, dass du mir das so sagst. Das ist total lieb von dir. So, dann gucken wir mal, wo wir am besten mal hinwollen. Hier ist unbekannter Ort. Da ist Haus des alten Isha. Ich würde sagen, wir werden erstmal zum Haus des alten Isha und dann hier zum unbekannten Ort. Ich gehe mal stark davon aus, dass da dann unser Longinus auf uns wartet. Was ist das hier eigentlich? Bagadur. Oh. Ah, es gibt hier sowas wie große Festungen. Naja, wie auch immer. Also, wie gesagt, hier erstmal Haus des alten Isha. 415 Meter. Sollte eigentlich kein Problem sein. Warte mal, wo war die Straße? Wo waren die Autos? Hier unten. So, dann gucken wir einfach mal, wie wir da... Wobei, nee, hier, komm. Schön, dass das Ding jetzt wieder hier steht. Das ist so traumhaft. Das ist doch traumhaft, dann würde ich einfach mal sagen, wir steigen hier fröhlich ein und flattern mal eben darüber. Das ist so schön. Da unten wird schon wieder geballert. Na, mach die mal. Ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Bin gerade auf einer wichtigen Mission. Hilf den Rebellen im Kampf. Na gut, ich kann's nicht lassen. Ich kann's einfach nicht lassen. Ich lebe noch. Wow, wer schießt? Hat er nochmal versucht, einen Flickflack zu machen. Nicht schlecht, mein Freund. So. Haben wir mal wieder jemanden gerettet? Wobei? Nee. Stimmt nicht. Es sind alle tot. Kurz eine Bubis gefasst. Handy mitgenommen. Da beschwert sich schon mal wieder jemand über Adler. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob wir irgendwie... Hey. Moment. Den Bogen möchte ich behalten. Dankeschön. Ob wir irgendwie diese Adler auch mal zu Gesicht bekommen. Die komischen Vögel, die wir da letztens gesehen haben. Ich glaube ja nicht, dass das
Wirklich die Adler, Mann. Das sah für mich nicht so nach einem richtig großen Vogel aus. Irgendwie. Warte mal, von wo kommen wir? Von da oben? Kommen von da? Das wäre ja nicht so weit weg, ne? Oh, die Hirsche. Wie sie wegsprinten. Cool. Oh, da. Das ist ein Adler. Das ist eindeutig ein Adler, möchte ich mal. Jetzt kommt der absolute Skillshot. Oh. Ich fürchte, was bist du? Tot. Ach, er hat auch den Vogel getötet. Das ist ja gut. Können wir dreifach looten. Pfeil haben wir auch direkt mit dabei. Federn haben wir. Können wir hier mitnehmen? Rothundfell. Mhm. Jetzt fehlst du noch. So, ich kann auch irgendwas herstellen, wie wir sehen. Was? Wer ruft hier wieder um Hilfe? Oh. Wurdet ihr eventuell von dem Adler gerade angegriffen? Der ist so hinabgestürzt, möchte ich meinen. Bist du keine Pflanze, die ich abpflanzen kann? Sieht nicht so aus. Gut, dann gucken wir einfach mal, was wir uns herstellen können. Wir können uns, hier. Köderbeutel. Haben wir den Köderbeutel hergestellt. Das ist einfach cool. Dieses Pulver, was hier immer geschmissen wird, wenn man irgendwas anklickt im Menü, ist einfach geil gemacht. Gefällt mir äußerst gut. Es tut mir leid, aber jetzt am Anfang muss ich natürlich alles erschießen, weil wir alle möglichen Ausrüstungsgegenstände brauchen. Samba-Haut. Hä? Muss ich höher ziehen? Habe ich daneben geschossen? Diesmal habe ich es auch gesehen, dass ich daneben geschossen habe. Ist das ein Tapir? Das ist ein Tapir, oder? Das ist ja nicht schlecht. So ein Tapir dürfte nicht schlecht sein. Ah, wir haben nur noch wenig Pfeile. Ist hier irgendwo noch ein Pfeil im... Ne. Da ist ein Adler. Zack. Kämpfen die jetzt gegen die Hunde hier? Hunde gegen Adler oder was? Schon cool. Ich mag das. Ich mag das sehr. Jetzt gucken wir aber erstmal, was wir denn so tun müssen. Hallo, Freunde. Was? Alter! Wie sie mir einfach mal hier fröhlich gefolgt sind, die Arschlöcher. Meine Güte, ey, ich wollte euch doch gar nichts tun eigentlich, ne? Aber gut. Jetzt nehme ich euch mit. Da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Rothundfelle. Kann nicht schaden. So. Dann pflücken wir nochmal eben hier das Pflänzchen. Und wir gehen auch nochmal hier kurz zu der Kiste. Hier wurde doch eine Kiste angezeigt. Ist sie etwa im Haus? Sieht ganz so aus. Dann gehen wir doch einfach mal ins Haus. Hallo? Ja, ich hatte jetzt ja fest damit gerechnet, dass der Mann hier irgendwo ist. Moon habe ich alles. Gucken wir mal in die Kiste. Verunstaltete Watt stand da? Ich weiß nicht. Was bist du? Eine neue Notiz. Der goldene Pfad ist der richtige Weg. Vater, unsere Waffen sind alt und nicht sehr effektiv. Unsere Uniformen sind nicht so furchterregend wie die von denen. Aber mein Glaube ist stark und Amitas Führung gibt mir Hoffnung. Ich kann mein Land nicht diesen Unmenschen überlassen und seine Kultur, die sie jeden Tag mehr und mehr entehren. Die Ausbildung ist hart und mir tun die Hände weh, aber mein Wille ist ungebrochen und ich bin stolz darauf, für den goldenen Pfad zu kämpfen. Bitte sagt Mutter, dass sie mir meine Entscheidung verzeihen soll. Ich liebe euch beide. Deine Tochter Tara.
Kara ist das kleine Mädchen, ne? Mit dem blauen Äuglein. Komme ich hier raus? Nee, komme ich nicht raus. Hä? Sollte hier nicht eigentlich irgendwas zu tun sein für uns? Habe ich irgendwas verpasst? Haus des alten Isha. Hä? Hier vielleicht? Hier kann ich nicht rein, oder was? Nee, hier kann ich nicht rein. Ja gut. Und du? Ich habe gedacht, hier gibt es was zu tun für mich. Der alte Isha ist wahrscheinlich aber nicht da, ne? Vielleicht müssen wir später einfach nochmal wiederkommen. Bin mir da gerade nicht so sicher. Naja, wir flattern einfach mal hier zum Fragezeichen. Mit dem Quaddi. Mal gucken, wie schnell wir da sind. Ich hoffe, recht schnell. Und ich hoffe, ohne dass ich irgendwie sterbe oder sowas. Aber es geht ja recht sanft hier hinab. Toll. Ja, das geht. Oh. Ich glaube, ich muss aussteigen. Hat mich da gerade ein Adler angegriffen oder was war das? Alter, was muss ich tun? Alter Vater, ey. Du bist ja ein Arschloch. Ins Gesicht möchte ich meinen. Du Arschloch, ey. Federn eines Malaienadlers. Können auch mal nichts herstellen, schade. Gucken wir hier mal hin. Was haben wir denn hier? Halten zum Drehen der Mani-Mühle. Was ist die Mani-Mühle? Mani-Mühle gefunden, 1 von 40. Oha. Okay, wir müssen also auch viele Dinge so nebenbei machen. Ich werde mal zusehen, dass ich auch alles tue. Zumindest so im Groben. Mal gucken, wie weit wir... Kyras Zuflucht. Ort entdeckt. Oh, es scheint irgendwie was Religiöses zu sein. Hier sind wir mal ein bisschen respektvoll und stehlen alles aus den Truden. Geld. Und eine Notiz. Kyras Führung. Meine Freunde, ich habe Gerüchte gehört, dass eine Wallfahrt zum Tempel Kyras Führung hoch auf den Klippen im Süden des Sees geplant ist. Hoch auf den Klippen im Süden des Sees? Hä? Der Zugang zu dem Tempel war seit Jahren verboten und der Weg ist inzwischen sehr gefährlich. Wir können es uns nicht erlauben, für jeden verlorenen Schrein Ressourcen des Goldenen Pfades zu verschwenden. Ich bitte euch, seid mit dem zufrieden, was ihr hier in Kyras Zuflucht habt. Riskiert nicht eure Gesundheit für irgendeinen alten Tempel. Amita. Also, Amita scheint tatsächlich, der bedeutet tatsächlich das alte Nichts, die Tradition. Ist hier vollkommen unwichtig, wie es aussieht. Karma-Ereignis. Warte mal. Dich habe ich nicht getroffen? Jetzt aber. Noch jemand da? Karma-Ereignis erfolgreich abgeschlossen. Zacki. Wir haben nicht mehr viel Pfeile, nur 5. Wollt ihr mir kein Geld geben? Doch. Mann, ey, könnte mal aufhören mit dem Dreck. Danke. Vielen Dank. So, wo wollten wir denn hin? Was bist du denn? Hä? Habt ihr jetzt gar nicht übertrieben, Jungs und Mädels, ey. So, den Fall haben wir auch direkt wieder mitgenommen. Meine Güte, ist doch gut, ey. So,
So, wo wollten wir denn hin? Wir sind schon dran vorbei. Ah, nee, doch nicht. Okay. Hm. Warte mal, wir haben aber... Bei dem Tempel haben wir was vergessen, wie es aussieht. Es sind also gar keine Quests, sondern es ist einfach nur so ein interessanter Ort quasi, den man bereist. Aber Mr. Bombastic haben wir noch nicht gefunden. Long, 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 gedorgi, long. Longus, Longinus. Oder wie er heißt. Beutetasche fast voll, jetzt schon wieder. Wie schnell das immer geht, ey. Ist hier noch was? Ein Blümchen? Hier ist noch ein Blümchen. So, direkt nochmal ein Blümchen mitgenommen. Da hinten, das L höchstwahrscheinlich, ne? Das L steht höchstwahrscheinlich für Longinus. Hier. Da ist er. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, ab zu Longinus. Longinus. Übernimm eine Mission für Longinus. Du erhältst große Mengen Rupien. Gut. Machen wir doch.